Okay. So. Ich denke mal, wir müssen dann hier weiter. Sieht aber ein bisschen tricky hier aus. Sieht nach Hinterhalt aus irgendwie. Also mittlerweile haben wir auch schon 43% vom Game. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich nur von der Story her ist oder ob da auch die ganzen Collectibles drin sind. Deswegen weiß ich nicht, wie lange das jetzt noch gehen wird. Aber ja, zocken wir einfach mal. Ich will die normalen Pfeile. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Zeigt euch! Gebt lieber auf, bevor euch die Hunde finden! Habt ihr gehört? Ja, lasst uns das mal versuchen, sneaky zu machen. Steht er da alleine? Ich denke schon. Was gefunden? Oben finden wir niemanden. Ja, stimmt, looten wäre auch noch gut. Mal wieder ein Achievement bekommen. Wählerisch. Oha. Geht ab hier. Wo sind die denn? Da ist einer. Und hier. Na, aber viele hier, ne? Ist, dass man die natürlich so nice sieht mit den Taschenlampen, die haben. Jagdhütte. Naja, auf jeden Fall wollte ich auch noch sagen, dass zum Beispiel in Spielen wie GTA kann man ja, wenn man die Sidequests halt nicht macht, auch schon mit 60%, glaube ich, durch die Main Story sein. Wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Aha. So, sind hier noch ein paar Dudes. Oh jo. Oben liegen viele tote Soldaten. Ohne Scheiß. Hast du Odi gesehen? Ich will nicht drüber reden. Ach du Scheiße. Was hast du gesehen? Also, was immer die sind. Was immer sie sind. Es sind so viele. Okay. Das kann man, glaube ich, mit der Shotgun kaputt machen. Aber dann würde ich doch erstmal hier alle wegmachen, weil die hören das ja safe. Shit, Alter. Ey, sind die Wölfe auf deren Seite oder was? Oh Junge, ey. Muss mal gerade regenerieren. Das scheint noch einer zu sein, oder? Ja. Junge, was war denn mit den Wölfen los? Warum waren die auf deren Seite?
Naja. So, machen wir das mal auf. Was ist hier drin? Guckt schon runter. Okay. Kann es sein, dass das einfach nur eine Abkürzung oder so ist? Ah ne, hier ist was. Ah, ein Geocache, ne? Ja. Ja gut, so geil ist das jetzt nun auch nicht. Bringt uns ja nicht viel. Ja, dann lass uns mal in die Höhle da rein. Wo die alle herkamen. Da ist auch noch einer. Und hier, der hier. Ne, das... Ah doch. Ich dachte erst, das wären ein paar Steine. Ja, okay, wir haben 450. Vielleicht können wir noch schnell was upgraden und dann weiter. Tränen bringen mich nicht zurück, Mädchen. Das hatte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier. Ich lebe. Boah, geil. Und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bringen. Schalldämpfer ist echt geil, ey. Voll ein auf James Bond hier. Ja, dann gehen wir mal weiter. Da hinten ist nix, glaube ich. So, ich denke mal, hier geht's weiter. Oh jo. Zack. So. Da ist auch irgendwas. Oh, Alter. Ach, deswegen, okay. Ich lasse sie da einfach mal drin. Ich glaube, die machen ja nichts. Ich glaube, wir sollten das einmal anziehen und dann dreht sich das Ding und dann können wir uns da dranhängen. Jo, genau. Ja, so. Genau so meinte ich das. So, hier. Das kann man anzünden, oder? Jo. Noch ein bisschen Bergungsgut. Das hier auch. So, hier rutschen wir wieder ein bisschen. Okay. Boah. Also wieder reinkommen hier. Aber man hat ja schon irgendwie das Gefühl, dass es sich langsam dem Ende neigt, oder? Aber natürlich kann da immer wieder viel passieren. Eigentlich müssten wir auf jeden Fall noch diesen Matthias fertig machen. Sam. Ja, Sam ist ja irgendwie, weiß ich nicht, wo Sam wieder ist. Und dieser eine Dr. Whitman ist ja auch irgendwie weg. Oh, hier sieht es aber auch wieder heftig aus, ey. So. Bist du da, Laura? Alex! Kann halt viel passieren, ne? Versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Ja, die wollten ja mit dem Boot, ne? Und, also abhauen. Obwohl Lara meinte, dass das niemals klappen wird. Solange da diese Stürme kommen. So, einmal hier noch. Die ist so schnell, Alter. Die rutscht aber auch ein bisschen, ne? Also so ganz komisch irgendwie. Bisschen unrealistisch, aber hey. Okay, und jetzt geht's hier runter, oder wie? Ich denke mal, das müssten wir dann ja alles hier schon gehabt haben, ne? Da hinten war wahrscheinlich der Aufzug, den wir vorhin benutzt haben, und jetzt nehmen wir den, der uns nach unten bringt. Jo.
Mal gucken, wie lange das dauert. Wir transportieren ja auch so Materialien hoch und runter. Das sieht aber schon heftig aus, ne? So. Cutscene. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Oh, Scheiße, ey. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Ja, so Sam ist ja sicher anscheinend, ne? Bis nach unten dauert es aber noch ein bisschen, ne? Jojo, jo, okay. Ich würde mal gern sehen, wie das jetzt, was da passieren würde, wenn das jetzt weitergehen würde. Okay, hier geht's nach oben, denke ich mal. Da ist noch ein bisschen Munition. Oh, dann geht's wahrscheinlich wieder ab gleich mit Fighten. Boah, heftig. Die haben hier ja ordentlich was gebaut, ey. Oh no, ich wusste, dass es abgeht. Oh shit, ey. Noch ist easy. Einfach nur runterschießen. Oder lebt noch. Okay, so viel Munition haben wir nicht mehr für die AK. Boah. Oh shit. Halt still, Mädchen. Und wieder so ein scheiß MG, ey. Alter. Oh no. Okay. Ja, ist gut. Das hast du schon dreimal gesagt. Der hängt an nirgends so. Der hing einfach in der Luft. Ja, chill. Und hier geht's rein, oder wie? Lauf! Hey, was ist denn falsch mit dem? Oh no! Junge! Will jetzt einfach abspringen, oder? Ja. Oh no. Umschalt, so. Ja.
Zum Glück sind hier so viele Leinen. Ich sehe gar nichts. Perfekt. So, jetzt aber. Guck mal, jetzt sind wir doch schon fast unten, oder nicht? Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Ein bisschen Sturmgewehrmunition wäre jetzt ganz nice. Wir haben wahrscheinlich alles verbraucht. Eben. Ja, stimmt, wir sind ja fast unten. Geschafft. Guck mal, da sind sie doch bestimmt, oder? Neues Lager. Hier ist es auch riesig. Hier sind wahrscheinlich so viele Sachen zum Sammeln. Aber ganz ehrlich. Oh, was ist das denn? Wildschwein. Oh, neues Grab in der Nähe. Was ist das hier? Okay. Ich muss etwas Stärkeres finden. Neue Ausrüstung zum Öffnen benötigt. Okay. Das heißt, da kommen wir noch nicht rein. Das ist wahrscheinlich das Grab, oder? Junge, da will jemand zum Motor starten. Es funktioniert nicht. Hör auf. Du hast die ganze Batterie leer. Na, hier ist noch was. Und hier ist noch so ein Buch. Ross? Ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug. Das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Ja, perfekt. Reyes, ist das die schwarze, oder? So, hier geht's rein. Ach, da sind sie gewesen, ne? Da? Jo. Wahrscheinlich komme ich auch hier hin. Oder auch nicht, hier ist noch so ein Buch. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem... Ja, ich überspringe das jetzt mal. Das wird wahrscheinlich zu viel Kontext hier. Den wir nicht brauchen. Wenn ihr den lesen wollt, dann könnt ihr auf Pause drücken und euch den selber durchlesen.